Moin aus Hamburg, hier aus der Figurmacherei. Und heute gibt es wieder Podcast on Demand auf Instagram und später natürlich auf YouTube und auf den Podcast-Kanälen zum Thema das Trainingssystem von Sascha Mühle und der Dr. Jens, Professor Dr. Jens Ebing wird beziehungsweise was hält er von diesem Training? Er kommt gleich rein, das heißt, wir machen ein Live und es ist auch schon. Guten Tag. Hey. Guten Tag nach Hamburg. Guten Tag nach Brandenburg, ist das richtig? Brandenburg, ja, ich mache mal ein bisschen leiser. Ja. Wir haben noch ein bisschen, aber ich bin gut zu verstehen. Wir müssen mal die Audienz hier fragen. Ich glaube, ja, du knisterst ein bisschen, aber ich glaube, es wird sich bestimmt noch mal jemand erbarmen und sagen, top, Ton top oder nicht. Aber auf jeden Fall scheinen wir wohl rüberzukommen. Hier kommen schon ein paar Herzchen hoch, die sind wahrscheinlich dir gegolten. Oh ja, diese Ton geht. Oh, ja, also ja. 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 Gut, dann würde ich sagen, erzähle ich mal so ein bisschen, wie ich darauf gekommen bin, auf den Sascha und dich dann nachher gefragt habe, wollen wir da nicht mal was zusammen machen. Also, ich bin ja viel so auf YouTube und auf Instagram unterwegs und gucke mir alles Mögliche an. Und da gibt es auch in dieser Welt einen Weltmeister im Bodybuilding, der heißt Thomas Scheu, der ist so 10-mal schon Weltmeister im Bodybuilding geworden. Und der hat ein Reaction-Video gemacht zu einem speziellen Trainingssystem. Er ist Weltmeister halt und hat sich das angeguckt, was der Sascha da macht. Sascha war im McFit hier in Langenhorn und hat da Brustpressen und solche Sachen gemacht. Hat halt kommentiert, das dauerte auch nicht lange. Dann war er auch bei William, das ist auch so ein Reactor, der macht also nur Reaction-Videos von irgendwelchen Sachen. William selber ist auch ein Bodybuilder und sehr sprachgewandt und alles, der hat das auch gemacht. Dann habe ich Johannes Lukas, ist auch ein Influencer, würde ich mal sagen, schon sehr viele Jahre dabei, den kenne ich auch schon sehr viele Jahre. Der hat mit ihm zusammen auch in Berlin trainiert, einmal nach seiner Methode und einmal nach der konventionellen Methode. Und dann dauerte das auch nicht lange, da haben mich dann noch Freunde, Bekannte angesprochen, sag mal, was macht der da? Ist das gut? Ist das richtig? Was soll das? Und dann kamst du auf mich zu und hast gesagt, hey, ich mache jetzt Social Media und ich bin bald im Baunatal. Und wir sind ja beide Dozenten da beim DFLV bzw. DBA. Lass uns doch mal zusammen was machen. Da habe ich gesagt, du, wenn es um Training geht, lass uns doch mal dieses Trainingssystem einmal anschauen. Was macht der da? Macht das Sinn, was der macht? Für wen macht das Sinn? Und vielleicht für die ganz kurz nur, also der Sascha, der macht sogenanntes isometrisches Training. Der nimmt ganz viel Gewicht, drückt das raus, zum Beispiel bei der Beinpresse oder beim Brustpressen so am Power Rack. Und hält das dann oben fest und spannt das sozusagen an, aber macht nicht so die typischen ganz runter, ganz rauf oder Full Range of Motion. Macht er nicht. Er hatte mir heute Morgen auch noch ein paar Sprachnachrichten gesendet und er sagt doch, dass seine Freundin das macht oder Freundin, Frau, Freundin, Lebensgefährtin. Die macht also an der Beinpresse 670 Kilo, drückt sie einmal raus, hält das dann fest. Er macht mittlerweile über 800 Kilo, drückt das einmal raus und hält das dann sozusagen fest, also isometrisch, der spannt das sozusagen an, um das mal einfach auszudrücken. Und jetzt ist die Frage, lieber Jens, was soll das? Ja, also die ganze Welt, egal welches Video man sich anschaut, alle machen rauf und runter, ja, und vielleicht machen wir Teilwiederholungen, wenn man nicht mehr kann, aber was soll dieses isometrische Training, sag mal jetzt so aus Professorensicht, so, dass auch unsere Zuschauer das verstehen. Was macht der da? Ich fange mal anders an. Also wir hatten uns ja zum Ziel gesetzt, oder ich hatte mir zum Ziel gesetzt, mit den Leuten zu reden und nicht über die Leute. Deshalb hatte ich immer ein Problem mit einem Reaction-Video, so einem klassischen, so ein Video, wo wir halt Leute dissen. Das ist, glaube ich, nicht unser Stil. Und deshalb habe ich irgendwann das Telefon in die Hand genommen und habe den Sascha persönlich angerufen und habe gesagt, wir haben jetzt Videos über dich, wir hatten kurz Kontakt. Er hatte mir auf dem Kommentar von mir geantwortet und hat gesagt, das war unfair.
dass wir bestimmte Begriffe dort benutzt haben und ihn nicht gefragt haben vorher. Da habe ich gesagt, okay, da habe ich, bin ich meins genug und sage Entschuldigung, habe ich offen im Netz gesagt, okay, ein guter Journalismus heißt immer, wir versuchen, die Leute mit einzubinden und fragen, warum tust du das? Also erstmal die Leute zu hören. Und so bin ich darauf gekommen, dass ich gesagt habe, ich höre ihn an. Und da haben sich dann viele Sachen aufgelöst, weil wir wissen selber, Andreas, dass soziale Medien gnadenlos sind. Du hast da die maximal 30 Sekunden Aufmerksamkeit, eigentlich nur ein paar Sekunden Aufmerksamkeitsspanne. Du musst irgendeinen Hook setzen und du wirst dann für irgendeine Aussage durchs Netz getrieben, die vielleicht aus dem Zusammenhang gerissen gar keinen Sinn macht. Und so ähnlich war das dann mit dem Sascha, der hat dann mir auch erklärt, die Bizeps-Curl, die wir da so ein bisschen auf die Schippe genommen haben, weil du erinnerst dich, deine Brille blieb, glaube ich, heil, aber die ging fast kaputt. Also diese Bizeps-Curl mit ein bisschen Schwung. Der Hintergrund ist, dass er Wettkämpfe macht. Also da hat sich dann vieles halt relativiert, als man miteinander gesprochen hat und nicht übereinander gesprochen hat. So viel zur Vorrede. Also meine offizielle Entschuldigung kam halt im Netz von mir, dass wir Begriffe benutzt haben, die nicht korrekt waren an der Stelle. Jetzt zum Thema isometrisches Training. Also isometrisches Training macht schon Sinn. Also es ist ja jahrelang schon im Rehabilitationsbereich gang und gäbe, auch isometrisch den Muskel zu kontrahieren, weil man weiß, dass man mit isometrischen Kon ja. Es schreiben ganz, ganz viele, wir haben eine Rückkopplung, wir sind schlecht zu verstehen. Ich kann es Ja. nicht ändern. Also, ich weiß nicht, was ich anders Wenn machen ich soll. ein bisschen leiser mache, Vielleicht macht ist es es nicht. noch besser. Ist es jetzt besser? Er kann Rückkopplung. ein bisschen leiser machen. Warte mal. Weiß nicht, ob's. Ich weiß auch nicht, wo so eine Rückkopplung herkommt. Normalerweise kommt die ja nur, wenn man zwei Geräte gleichzeitig anhat, ne? Irgendwie. Deswegen weiß ich jetzt nicht. Ja. Müssen wir jetzt einfach weitermachen. Also ich verstehe dich noch. Hab dich jetzt sehr leise. Ich Ja, rede mal ein bisschen ich lauter. habe Ich die auch glaube. leiser gemacht. Vielleicht geht es jetzt besser. Sollten die Personen einmal kommentieren, die geschrieben haben, wir haben eine Rückkopplung, ob es jetzt schlechter geworden ist oder besser geworden ist, damit wir entsprechend ja, entweder aufhören Passt oder jetzt passen. jetzt. Also Yvonne Blümel. Also dann scheint es so Genau. gewesen zu sein, Also dass beides. es passt jetzt. Dann fange ich mal an mit den Grundbegriffen. Du hattest gestern diese Isokinetik kurz ins Spiel gebracht. Das da auch Isokinetik, das ist eigentlich etwas, was einige vom E-Gym und Milon kennen. Das ist mit gleichbleibender Geschwindigkeit arbeiten. Genau, das sind spezielle Geräte, mit denen man arbeiten kann, gerade im Rehabilitationsbereich, um an bestimmten Winkelpositionen halt sich helfen zu lassen oder nicht den Drehmoment zu erzeugen. Dann gibt es die reine isometrische Kontraktion. Da hatten wir, glaube ich, schon im Video gesagt, das ist eigentlich keine isometrische Kontraktion, sondern wenn man sich das Muskelmodell anschaut, dann findet durchaus eine Kontraktion statt im Muskel, nämlich das Sarkomer, also der Muskel, der verkürzt sich sehr wohl. Aber was sich dann verlängert, ist die Sehne. Und das ist ja die eigentliche Funktion der Muskulatur, nämlich eigentlich hat ein Muskel nicht die Funktion, Kraft zu erzeugen, sondern eigentlich Kraft über den Weg zu bringen oder Energie im myofaszialen System, also im Bindegewebe zu speichern. Und deshalb ist das schon ganz funktionell zu sagen, man arbeitet auch isometrisch, weil das sind ja Kontraktionen, die jetzt, wenn man an Sprint, Sprung denkt, durchaus notwendig sind, um die Vorspannung zu erzeugen, in der Muskulatur die Energieideale elastisch zu speichern, also das Gummiband Sehne zu spannen und damit eine Energieübertragung zu ermöglichen. Das heißt, erstmal keine unkluge Idee, isometrisch zu arbeiten. Jetzt mit dem Hintergrund Muskelwachstum. Da gab es jetzt eine Untersuchung, die wurde gemacht, eine sogenannte Lateralitätsuntersuchung. Da hat man links gegen rechts einfach verglichen. Und das hat den großen Vorteil, dass man mit dieser Lateralität diesen genetischen Faktor raus hat, weil du hast ja links am Arm oder links am Bein die gleichen Genome wie rechts. Du hast ja so ein Zwilling in dir. Und wenn man dann auf der einen Seite halt isometrisch trainiert und auf der anderen Seite konventionell, konzentrisch, exzentrisch, also über die volle ROM, kann man halt links und rechts gut vergleichen. Das war nun eine relativ kleine Studie, die war methodisch auch nicht rein, aber die zeigt zumindest, dass man mit dieser hohen Art der Kontraktion Muskeln aufbauen kann. Also irgendwo kann man damit den Muskel anstupsen und diesen sogenannten mTOR-Weg, also diesen Signalweg des Muskelwachstums anregen. Das sind jetzt erstmal die Befunde, die sprechen dafür. Jetzt mal so das, was ich als Kontra habe, also dafür spricht Signalweg und dafür spricht natürlich auch,
das hatten wir, glaube ich, im Video auch gesagt, dass durch die hohe Overload, die ich habe, also eine hohe Last, die ich dort natürlich isometrisch bewältigen kann im Vergleich zum konzentrischen, exzentrischen über die volle ROM, dass ich damit natürlich das Nervensystem auch relativ stark reize. Nämlich mit einer Overload wirst du automatisch mehr Strom auf den Muskel bringen und der Muskel wird mit einer höheren Rate an Muskelfasern rekrutieren und eventuell damit auch die sogenannten Fast Twitch, also die weißen Fasern, mehr fokussieren, wenn du halt einfach in Todesangst davor Angst hast, von den 600 oder 800 Kilo auf der Beinpresse erschlagen zu werden. Jetzt die Frage, in welcher Position mache ich denn dort dieses Isometrische? Du könntest ja auch dieses Isometrische in der unteren Position machen. Also du könntest auch in die 90-Grad-Position oder noch tiefer runter an die Beinpresse gehen, Kniewinkel, und könntest da rausdrücken. Und hier weiß man aus der Muskelforschung, dass es für Muskelwachstum zwei große Mediatoren gibt. Das eine ist, weiß ich nicht, ob du schon mal gehört hast, das Tetin. Tetin ist wie so eine Feder. Wir kennen vielleicht nur das Muskelmodell mit den Z-Scheiben. Und dann haben wir die Aktin-Filamente da direkt drin und die Myosin-Filamente, also das, was dagegen spannt oder wo die Kontraktion stattfindet, die hängen ja nicht im luftleeren Raum. Also in den Modellen denkst du immer, die hängen luftleer, aber die haben so kleine Federn und die Federn verhindern halt, dass der Muskel komplett auseinandergleiten könnte. Und in den Federn ist ein Signalprotein oder scheint ein Signalreiz drin zu sein oder da scheint ein Sensorprotein drin zu sein, was mTOR anschaltet. Und dieser Reiz fehlt natürlich, wenn ich nicht in eine Dehnposition oder in die Semi-Stretch-Position gehe. Also der fehlt, rein jetzt aus wissenschaftlicher Sicht. Was da ist, wir haben einen zweiten Signalreiz für Muskelwachstum. Und das kennst du vielleicht als sogenannte Peak Contraction. Beschreib mal, was du machst bei einer Peak Contraction. Ja, du spannst zum Beispiel den Bizeps, also hältst du die ganze Zeit fest. Genau, also in der Endspannung. Quasi, wenn Muskeln schon voll in der Endkontraktion kontrahiert sind. Und da kann man sich vorstellen, da ist um den Muskel, also ich sage immer wie so ein Kabelbinder drum. Das ist das Desmin, das ist der Kabelbinder. Und wenn der dann auf der Faszie oder in der Struktur, also am Muskel selber, und die Faszie ist ja auch, spielt ja auch eine Rolle für Muskelwachstum, wenn die dann sozusagen den Reiz bekommen und dieser Kabelbinder, das Desmin, was direkt um die Muskelfaser drum ist und eventuell die Faszie diesen hohen Stretch bekommt in der Endkontraktion, dann könnte das ein zweiter Signalreiz sein für Muskelwachstum. Das heißt, man hat schon einen Signalreiz, wenn man in der Endposition arbeitet, aber man verhindert sozusagen diese Stretch-Position, die ja auch einen hohen Signalreiz hat. Also erstmal spricht einiges, dass das mTOR auch angeschaltet wird, aber ich schöpfe nicht das gesamte Potenzial aus, wenn ich über die volle ROM arbeite, habe ich halt auch die, man sagt immer, multidirektionalen Aufbaureize in der Stretch-Position, weil da müssen auch Bindegewebstrukturen, die werden ja dort gedehnt, zur Anpassung gebracht werden und die Strukturen werden halt dadurch durch diesen Stretch-Reiz auch einfach gereizt und werden sich dort anpassen. Und ich brauche ja, wenn ich jetzt in Alltagsbewegungen denke, da brauche ich ja, also wenn ich jetzt mal weg von der reinen Kosmetik gehe, dann brauche ich ja vor allen Dingen in den endgradigen Positionen die Sicherungssysteme meines Körpers, weil da muss der Muskel ja die Kraft entwickeln, in einer tiefen Hocke, wenn ich tief irgendwo runtergehe oder aus einer gebeugten Position. Und da fehlt mir bei diesem Training halt dieser Aufbaureiz in den endgradigen Dehnpositionen. Das ist halt die Kritik, die ich dort habe. Lass uns mal ganz kurz das Wirken, was du sagst. Ich habe da gerade so eine Idee gehabt, die ist vielleicht sehr umständlich. Aber was würdest du davon halten, wenn man jetzt also das macht, was der Sascha macht, dieses Isometrische, da macht sich wirklich die Mühe, und holt sich da erstmal 600 bis 800 Kilo auf die Beinpresse, was ja schon das ist ja schon eine Trainingseinheit, das alles da hinzuschleppen und aufzupacken. Und also man wird sich aufwärmen und geht dann an die 600 bis 800 Kilo und macht das ein paar Mal. Ja, also dieses Isometrische und packt dann runter und geht dann in die ganze Bewegung. Da müsste doch eine brutale Anspannung schon sein in den Nerven und in der Muskulatur. Und wenn dann der Dehnungsreiz dazukommt, dürfte doch eigentlich einen schönen Muskelwachstum bringen. Also man könnte die Sachen gut kombinieren. Ich habe mit Sascha kurz telefoniert, der hat sich ja auch aufs HIT, also aufs HIT dort bezogen und dem Mike, der das ja publiziert hat und nachher mit dem Dr. Giesing habe ich ja im Fitnesswissenschaftler. Der Sascha will gerade reinkommen. Wollen wir ihn reinlassen? Ja, wenn er will. Ja. Ja, mal gucken, was Sascha sagt.
Er ist vom Auto, glaube ich, hat er gesagt. Er hat ein Personal Training. Ja. Hallo. Ja, Marc. Ich habe ja gesagt, ich habe noch bis 19 Uhr noch ein Personal Training gehabt. Ich grüße euch ganz herzlich. Hallo, servus. Sascha. Hi. Wir ziehen gerade über dich her. Nein, wir ziehen nicht. Nein, mach dich gar nicht. Nein, wir haben das. Aber es ist völlig verständlich, wenn das System auf Unverständnis stößt. Das ist mir völlig klar. Aber ich mache das auch nicht, um zu polarisieren, wie manche Leute von mir denken, dass sie sagen, ja, der macht das nur um Klicks oder so. Sondern ich habe für mich, und euch muss ich das ja nicht erklären, ihr kennt euch ja aus, ich habe auf das System von Mike Mentzer, dieses Heavy Duty, daraufhin wollte ich aufbauen. Wir wissen alle, dass in dem Bereich von Heavy Duty, also auf Leistungsebene, Mike Mentzer und so weiter, dass da ja auch mit pharmazeutischen Substanzen gearbeitet wird. Und wenn man das nicht macht, muss man ja sein Trainingspensum dementsprechend auch reduzieren. Also jemand, der natürlich pharmazeutische Substanz nimmt, hat ja ein ganz anderes Regenerationspotenzial als jemand, der in normaler Arbeit steht, ein, zwei Kinder hat, vielleicht noch was anderes im Kopf außer Bodybuilding. Den kannst du ja gar nicht viermal die Woche für 2 Stunden in so ein Studio schicken, auf hohe Intensität und erwarten, dass er super kompensiert. Also dass er Muskulatur aufbaut und das ist halt mein Ansatz gewesen. Und ich war auf der Suche nach möglichst Effizienz. Also nicht nur Effektivität, sondern Effizienz. Wie kann ich mit möglichst wenig möglichst viel herausholen, ohne mich zu verletzen? Weil auch bei mir im Studio sind sehr viele alte Haudegen unterwegs, die jetzt nur noch Bankdrücken mit 40 Kilo machen können, weil sie eben durch diese Überdehnung der Rotatorenmanschette eben Schmerzen haben oder auch sich Sachen kaputt gemacht haben. Infraspinatus, Supraspinatus, Teres Minor, Subscapularis, egal was. Oder auch dieses Akromioklavikulargelenk, Schulter, Schlüsselbein. Irgendwas haben die sich zerschrotet, weil man... Eben, und da habe ich einen ganz guten Ansatz. Ich will gar nicht so lange quatschen, weil ihr seid ja gerade hier dabei. Ich habe immer erzählt, wenn du Bankdrücken machst, nein, ich fange mal anders. Wenn du Rudern machst am Kabel, was machst du? Du gehst mit den Ellbogen ganz nach hinten, richtig? Um eine Rückenspannung aufzubauen. Also ist Rudern am Kabel eine Rückenübung, klar, wie jede Ruderübung an sich. Und ich gehe also mit den Ellbogen ganz nach hinten, damit ich hinten eine maximale Kontraktion habe. Wenn mir jetzt jemand sagt, du musst beim Bankdrücken auch ganz runter gehen, die Ellbogen müssen auch hinter den Oberkörper gehen, dann wäre meine erste Frage, wenn ich nicht versiert wäre, wieso ist Bankdrücken eine Rückenübung? Ich muss doch mit den Ellbogen nur ganz nach hinten gehen, um eine maximale Kontraktion im Rückenbereich zu haben. Warum soll ich jetzt beim Bankdrücken, also bei einer Brustübung, wo ja die Muskulatur auf der anderen Seite liegt, genau den gleichen Bewegungsrahmen ausführen? Und natürlich verletzen sich auch sehr viele bei dieser Art der Übungsausführung, gerade wenn sie mit schwerem Gewicht arbeiten. Da reißt ja auch ab und zu mal der Brustmuskel, das hat man ja bei einigen schon gesehen. Und ich war halt auf der Suche, wie kann ich mich maximal belasten, ohne Gefahr zu laufen, mich zu verletzen und mit dem Gedanken weg von diesem metabolischen Stress, also möglichst viel trainieren, möglichst intensiv, möglichst häufig, möglichst lange, hin zu maximale mechanische Last bewältigen. Weil, ihr kennt ja Dorian Yates. Dorian Yates hat ja auch eine Zeit lang mit Mike Mentzer zusammengearbeitet. Und Dorian sagte, es ist doch völlig egal, wie lange du mit einer Wolkenflasche trainierst, wie häufig, wie viele Sätze, wie viele Übungen, weil die mechanische Last viel zu gering ist, und das ist nämlich der Faktor, und da kann ich sehr gut mit euch reden, weil viele wissen ja gar nicht, viele denken, wenn ich jetzt den Bizeps trainiere, dann wächst der Bizeps, weil ich ihn trainiert habe. Letztendlich wird ja alles durch die Hormone im Körper gesteuert. Und nur wenn ich ein wirklich schweres Gewicht bewege, habe ich eine Stimulanz auf den Hypothalamus, also auf die Schaltzentrale im Gehirn. Die wiederum gibt einer Etage tiefer, nämlich dem Hypophysenvorderlappen Bescheid, also dieser Hormoncocktail mixenden Drüse, ey, gib mal dem gesamten Körper Bescheid, wir haben hier oben Party. Wir werden belastet. Und da der Körper ja nicht weiß, dass wir trainieren, er denkt, ich krieg gerade vor die Fresse oder die Burg wird belagert. Und da muss er ja versuchen, sich zu kompensieren und sagen, okay, dann mache ich ihn leichter, damit er schneller rennen kann. Ich mache ihn stärker, damit er widerstandsfähiger ist gegenüber dieser Belastung. Er sieht das ja als Kampf- oder Fluchtmoment an und nicht unbedingt als, ich hätte gern Sixpack oder ich würde gern meinen Hintern trainieren, damit er schön rund aussieht in der Jeanshose. Das heißt also, nur der Hypophysenvorderlappen gibt das Wachstumshormon frei an die Leber. Es gibt das TSH frei an die Schilddrüse, damit die Schilddrüse mehr Levothyroxin bildet, und also T4, T3. Er gibt wiederum die Stimulation auf die Nebennieren, damit der Körper mehr Adrenalin produziert, damit der Schmerz unempfindlicher ist, damit er leistungsfähiger ist. Also eigentlich wird alles im Körper hauptsächlich gesteuert, ursprünglich
durch Neurotransmitter im Gehirn. Das heißt, ich muss ja im Nervensystem richtig mal eine mitgeben, richtig mal zeigen, hey, wir sind in einer Notsituation und nur daraufhin arbeiten ja alle Profi-Bodybuilder. Deshalb nimmt man ja Wachstumshormon in der Massephase oder auch in der Diätphase. Deshalb nehmen die ja Insulin, damit sie noch mehr Kohlenhydrate fressen können. Deshalb nehmen sie ja Testosteron. Wenn das nicht der Fall wäre, dass hormonelle Strukturen im Körper alles forcieren, dann bräuchte ja keinen Profi-Bodybuilder irgendein Hormon nehmen. Dann müsste der nur einen guten Trainingsplan haben und eine saubere Ernährungsweise und dann wird er auch 120 Kilo wiegen. Und wisst ihr, wie ich darauf gekommen bin? Und das ist der letzte Satz, dann lasse ich euch reden, Entschuldigung. Ist, wenn ein Baby auf die Welt kommt, was wiegt das? 3,8 Kilo, sage ich jetzt mal im Durchschnitt. Nach 6 Monaten hat das Baby sein Gewicht verdoppelt, 7,5 Kilo. Babys können bis nahezu 10 Monate gar nicht sich richtig bewegen. Die können also noch nicht mal richtig krabbeln. Das heißt, es kann nicht die körperliche Betätigung gewesen sein, was dazu geführt hat, dass sich dieser Organismus verdoppelt hat im Gewicht. Es kann auch nicht der hohe Eiweißkonsum gewesen sein, weil Muttermilch, also Humanmilch, hat den niedrigsten Eiweißgehalt von allen Säugetierarten. Selbst Katzenmilch hat mehr Protein als Muttermilch. Muttermilch hat 1% Eiweiß. Das heißt, auf 100 Milliliter habe ich 1 Gramm Protein drin. Also es kann weder der hohe Proteinkonsum gewesen sein, der uns ja auch immer vermittelt wird, Proteine, Proteine, noch kann es gewesen sein, die körperliche Belastung, weil dieses Baby hat sich kaum bewegt. Was kann es gewesen sein? Klar, ihr wisst es, Somatropin, Wachstumshormon. Und das Wachstumshormon bringt halt die Zellen zum Wachsen, wie der Name ja auch schon sagt. Natürlich hat es auch was mit Regeneration zu tun, Verjüngung und so weiter. Das heißt also, wenn alles gesteuert wird über das zentrale Nervensystem, war es für mich klar, ich muss irgendein Stimulus auf meine Birne legen, also auf mein zentrales Nervensystem einwirken lassen, damit ich diese hormonelle Stoffwechsellage locke, die ein Profi-Bodybuilder mit Substitution lockt und die ein Baby natürlicherweise lockt, weil es natürlich in diesem Evolutionsrahmen ist, wo es von sich aus natürlich viel mehr Wachstumshormon produziert. Daher kam ich auf diese Art des Trainings. Da gehe ich, bei einigen Sachen gehe ich mit, bei einigen Sachen gehe ich nicht mit. Also ich gehe mit, dass natürlich das Wachstumshormon und das IGF-1 eine große Rolle spielt, weil selber in Zellkulturen machen wir ja nichts anderes. Wenn wir gucken wollen, ob ein Muskel wächst, dann stimulieren wir mit IGF-1 oder wir nehmen Rapamycin, um den Muskel halt zu hemmen im Wachstum. Also da gebe ich dir absolut recht, dass da ein zentraler Schaltmechanismus ist. Es gibt aber, also ich sage immer in meiner Grundvorlesung, Lebewesen sind thermodynamisch offen multistabil. Das heißt, wenn schlussendlich das Signalprotein für mTOR nicht anspringt, dann nutzt dir dass der Hormoncocktail nichts. Das heißt, dieses ganze System ist ja rückgekoppelt und das, was du erzählst, ist sehr plausibel. Und wo ich mitgehe, ist, dass wir kein langes Training brauchen. Also mit dem HIIT-Ansatz gehe ich absolut mit, weil Training über 45 Minuten, Cortisolspiegel schießt hier in die Höhe, da gehe ich absolut mit. Also 20, 30 Minuten, da ist ein Training bei mir auch beendet. Es sei denn, ich mache Durchblutungssätze. Ich hatte schon, du hast wahrscheinlich nicht von Anfang an mitgehört. Ich hatte gar nicht, diese, ich bin gerade reingeschaltet. Genau, ich hatte über die zwei Signalproteine gesprochen, die so Wachstum ansteuern. Das ist einerseits ja das der Kabelbinder, der um den Muskel drum ist, das ist das Desmin. Und der springt ja auf, wenn der Muskel in sogenannter Peak Contraction ist, also wenn der in Endkontraktion ist. Was du durchaus in der Stretch-Position ansteuerst, ist das Tetin. Tetin ist sozusagen der, weiß nicht, ob du das Tetin kennst, als Signalprotein oder als sozusagen Struktur im Muskel. Das ist wie so eine Feder, die sitzt zwischen dem Myosin und der Z-Scheibe. Ah, okay. Und die ist sozusagen ein wichtiger Signal, laut vieler molekularbiologischer Untersuchungen, unter anderem von Giesing oder von Sebastian Gehlert, ein wichtiger Signalgeber für Muskelwachstum. Und der fehlt mir im Ansatz. Also ich finde den Ansatz klug zu sagen, das macht man, aber ich hatte gerade mit dem Andreas schon gesprochen, klug wäre es ja auch das Ganze, und ich weiß nicht, ob du das machst, das auch in der Stretch-Position trotzdem zu machen. Also bei deinen Videos sieht man halt, du hebst raus, ja, und du bleibst halt in dieser quasi Einposition. Isometrischen Kontraktion. Ja, genau. Ich halte das mal. Genau. Das einfach mal in anderen Winkelpositionen auch zu machen. Wo ich auch mitgehe, ist der Weg, das machen ja Gewichtheber, nichts anderes machen Gewichtheber. Wenn sie einen Overload haben wollen, dann heben sie mal was raus, was sie eigentlich nicht bewältigen in der Tiefkniebeuge. Genau. Davon hatte ich das übrigens auch. Der Fachbegriff da, den ich mal gehört habe, war Heavy Support, genau, also schwere Unterstützung. Und da warst du in einem Range of Motion, also in einer Bewegungsamplitude von nur 1/16. So, 1/16, das ist
ja, das ist ja das, was ich mache, diese 5 bis 7 Zentimeter, sage ich jetzt mal. So. Aber ich sag mal, ich habe ja, bei mir hat der Oliver Caruso hat zum Beispiel bei mir jetzt gerade seinen Bachelor fertig. Also das war ja der Bundestrainer Gewichtthemen und der hat ja auch ganz gut gehoben. Und mit dem hatte ich auch die Diskussion. Und der sagt, du musst auch mal tief beugen, weil du natürlich nur die multidirektionalen Aufbaureize hast in der Position, in der du trainierst. Das heißt, du hast einen bestimmten aktomyosinalen Überlappungsgrad von Muskulatur. Und sobald du halt 10 Grad aus deiner ursprünglichen Position oder 15 Grad rausgehst, fehlt dir sozusagen die Anpassungsreaktion in Bindegewebsstrukturen, die ja durchaus notwendig ist. Du hast jetzt auf die Verletzung Rotatorenmanschette abgezielt. Das passiert natürlich, wenn ich, und du kennst wahrscheinlich den Axel Gottlob noch, der Vater. Nicht vom Namen her. Der Vater war der Peter Gottlob. Und was du hier beschreibst, passiert immer dann, also diese Risse, wenn du in sogenannten Zwangslagenpositionen bist. Das heißt, du würdest jetzt tief in die Beuge gehen und du holst dann Schwung in den Bandstrukturen, beispielsweise bei einer Kniebeuge. Gehst dann in den klassischen Buttwing und suchst dann deinen Schwung in den zum Beispiel Ligamentum longitudinale posterior, also in den Bandstrukturen, die du da hinten hast. Und die können natürlich. Ich mache es immer kompliziert. Genau. Du liegst ja die Messlatte. Also die können dann durchaus natürlich Verletzungen provozieren, wenn ich in Bindegewebsstrukturen Schwung hole. Das heißt ist aber wahrscheinlich nicht, dass ich. Ne, wenn du ausgabst, ne? Das ist ja auch wahrscheinlich, wenn du merkst, okay, die letzte Wiederholung war schon super schwer, dann versuchst du ja mit so einem kleinen Schwungimpuls zu arbeiten. Und also gerade wenn du dich verausgabst, leidet ja immer ein bisschen die Ausführung darunter. Also ja. diese saubere Ausführung. Ne? Das, was ihr zum Beispiel auch bemängelt habt, als ich diese eine Wiederholung mit der SZ-Curl gemacht habe, das muss ich erklären. Ich bin dieses Wochenende auf der deutschen Meisterschaft im Cheat Curl. Habe ich schon erklärt. Also Cheating Curl. Ich habe es dir. Achso, okay, alles klar. Ja, okay, ich habe anfangs erklärt, ich habe gesagt, wenn man miteinander redet, dann passiert ganz super. Viel. Dann erklärt sich einiges, weil du hast ja eigentlich nichts anderes gemacht, als du hast einen Massenträgheitsmoment erzeugt. Wobei, das ist auch nicht so leicht, wie es klingt. Also viele denken, ach, nein. Der hat das jetzt nicht sauber gemacht, dann mache ich das mal. Rotz mal 80 Kilo da so hoch. Ja. Das schafft kaum einer. Also natürlich schaffen das Leute, aber ich sag mal, der normale Trainierende im Fitnessstudio, was macht der? 40 Kilo SZ-Curl. Ja. Ja. So. Und das ist auch so mein Ansatz. Ich habe das Problem, dass zu viele Leute eben nicht den Leistungsansatz sehen. Ich muss in meiner Leistung besser werden. Ich muss mich steigern. Ich muss mehr Gewicht benutzen. Schwarzenegger hat damals ja schon gesagt, machst du Bankdrücken mit 80 Kilo, wirst du stark genug sein, Bankdrücken mit 80 Kilo machen zu können. Machst du Bankdrücken mit 180, wärst du ein Monster. Und das Problem ist, die Leute schreiben nichts auf, weil ihnen das nie vermittelt wurde. Sie denken, okay, ich gehe zum Training und das reicht ja, weil ich habe ja trainiert. Ich habe meine Muskulatur ein bisschen beansprucht. Aber die Problematik ist, wenn ich ein Gewicht nehme, was ich benutzen kann, mit der Muskulatur und mit der Kraft, die ich bereits habe, warum soll ich stärker werden? Mhm. Wenn ich das Gewicht bewältigen kann. Also das ist ja das Problem. Ich bin in meinem Leben, glaube ich, 20 Mal umgezogen und die Umzugshelfer, die ganz nett sind, kommen mit dem LKW und der eine ist immer so dünn, also ganz abgefressen, also wirklich hager und zwei andere haben so eine normale Optik mit ein bisschen Bäuchlein. Wo man denkt, Mensch, wenn du den ganzen Tag Betten und Schränke schleppst und die Waschmaschine, da musst du doch so ein Ochse sein. Das Problem ist, natürlich haben die ihre Technik mit den ganzen Gurten und so weiter, aber die Waschmaschine wird ja nicht schwerer. Die wiegt ja nicht heute 50 Kilo, morgen 100 und übermorgen 150. Weil dann würde er sich auch entwickeln. Das heißt, man sieht diese Leute und denkt, die sehen gar nicht kraftvoll aus. Die sehen gar nicht muskulär aus. Und deshalb sage ich immer, glaube ich, dass die meisten, und ich meine, wenn ihr im Urlaub seid, am Pool oder am Strand, tut es mir immer leid, was ich da sehe. Weil 95% sehen aus wie ein Eimer. Aber nicht, weil das schlechte Menschen sind. Sondern, weil man ihnen das Falsche erzählt hat. Du musst auf leeren Magen Cardio morgens machen, wenn du abnehmen willst. Du musst 3, 4, 5 Mal die Woche 1,5 Stunden trainieren. Am besten gucken Sie sich noch die Pläne von The Rock an, was der macht. Für die Brust, Bankdrücken, Schrägbankdrücken, Kabel ziehen über Kreuz. Ganz ehrlich, wenn du einen schweren Satz Bankdrücken machst, wirklich schwer, mit viel Gewicht, glaube ich nicht, dass du noch 2 andere Übungen für die Brustmuskulatur brauchst. Wobei, ich will dich mal abholen zum Thema Muskelzerstörung. Also dieses No Pain, No Gain, das habe ich ja auch jahrelang. Also ich war einfach ein Freak und habe No Pain, No Gain trainiert, weil ich dachte, du musst No Pain, No Gain trainieren. Ich habe es dann versucht, ein bisschen aus der Wissenschaft mit dem Sebastian Gehlert und anderen zu diskutieren. Und die haben geguckt, halt in dem Muskel braucht es halt Zerstörung, damit der Muskel wächst. Also dieses Klassische, was uns beigebracht wurde, war ja irgendwann mal diese Superkompensation. Du musst eine Sache zerstören, damit du den Reiz setzt, dass es wächst.
Und diese Superkompensation, da wird mir der Andreas recht geben, bei Glykogen funktioniert das einwandfrei, dass du den Muskel entleerst und der Muskel dann überkompensiert. Richtig? Also das machen wir immer. Aber wo es halt nicht funktioniert. Hört ihr mich noch? Ich habe hier ein bisschen schlechten Empfang gerade. Weil da haben wir sogenannte Transduktionswege. Das heißt, da musst du den Muskel nicht zerstören, dass mTOR angeht. Du musst nur einen Signalreiz setzen, der groß genug ist, um diese quasi Transduktion und damit den mTOR anzuregen und damit die Proteine zu synthetisieren oder die Satellitenzellen zu aktivieren. Das Einzige, für was du Zerstörung brauchst, ist zunächst diese Z-Scheiben. Die müssen zunächst erstmal stabil sein, damit sich die Kraft, die du hast, lateral auch ins Bindegewebe überträgt. Und das ist halt ein Trugschluss, den viele halt haben, dass ich einen Muskel immer zerstören muss und immer einfach in jeder Einheit Vollgas geben muss, damit ich wachse. Okay. Sondern klug trainieren, wenn ich mich mit Gewichthebern unterhalte und unter anderem halt mit dem Oliver Caruso unterhalten, die haben immer Deload-Phasen und die haben immer Phasen, wo sie halt nicht 100% trainieren. Und deshalb dein Ansatz als Trainingsansatz für bestimmte Phasen meines Trainings, das werden wir sicher ausprobieren und da werden wir sicher uns nicht gegen sperren. Aber ich glaube, jedes Trainingssystem wird eine Weile funktionieren und wird eine Weile erfolgreich sein. Und dann sind wir uns, glaube ich, einig, irgendwann kommt der Punkt, wo du ein Training einfach, wo du wieder davon profitierst, Durchblutungssätze zu machen, mit höheren Volumen zu arbeiten, mit Laktatspiegel mal zu spielen. Also du kannst jetzt klassisch periodisieren, wellenförmig, du kannst Blockperioden machen, so wie wir es früher gemacht haben. Du kannst schwer und falsch von Trainingseinheit zu Trainingseinheit nonlinear abwechseln. Aber das Problem ist, dass, wenn ich jetzt nochmal die Superkompensation trotzdem aufgreife, dass jedes Funktionssystem in meinem Körper heterochron regeneriert. Das heißt, das Bindegewebe braucht länger, das Nervensystem braucht sehr lange zur Regeneration. Andere Systeme wie Proteinbiosynthese, das geht relativ schnell. Also wenn wir uns Proteine angucken, bis sie synthetisieren, bis die Satellitenzellen halt oder die Ribosomen Proteine bauen und dann einbauen in den Muskel, das ist in 48 Stunden, spätestens vielleicht auch in 24 Stunden schon abgeschlossen. Und deshalb propagiere ich mal, dass man durchaus da einen Ansatz hat, wenn man sagt, man trainiert schwer und macht halt dieses Training, was du hast. Aber ich glaube, von allen Töpfen zu naschen und von allen Systemen zu profitieren und nicht jetzt plausibel zu sagen, okay, das funktioniert, weil Säuglinge, das klingt erstmal total plausibel. Aber ich glaube, das System ist so multifaktoriell organisiert. Du hast die Hormonebene, die du schon angesprochen hast. Du hast die Signalproteinebene. Du hast ja nicht nur Muskelproteine, du hast ja auch Bindegewebsproteine und Synthesen und du hast die Myokine. Das heißt, wenn du das nur auf Achsen, auf drei Achsen aufbaust, dann ist das total wohlwollend für dich und für alle, die dazuhören, weil das klingt total plausibel. Aber leider ist der Mensch zu thermodynamisch offen und zu multistabil, dass das so funktioniert, dass das immer und für alle funktioniert. Und ich glaube, da sind wir uns einig. Also deshalb, ich weiß nicht, trainierst du auch über Vollrom? Machst du auch Durchblutungssätze? Arbeitest du auch mal mit Laktat oder arbeitest du reinweg so? Also natürlich, ich bin jetzt 31 Jahre dabei. Ich habe nicht schon immer so trainiert, um Gottes Willen. Ich habe erst vor 1,5 Jahren so angefangen zu trainieren, weil ich gemerkt habe, dass ich mit der klassischen Trainingsweise nicht mehr weiterkomme. Ich sage auch nicht, dass man 10 Jahre so trainieren muss, wie ich das sage, um Gottes Willen. Ich empfehle das eher für Leute, die generell noch keine gute Basis haben. Das heißt also, wenn ich noch keine Kraft habe, wenn ich noch keine wirkliche intramuskuläre Koordination auch habe, wenn ich gar nicht weiß, wie spanne ich denn die Brustmuskulatur an. Also bei Bodybuildern kennt man es, die wackeln dann immer mit den Brustmuskeln, das sieht immer so lustig aus. Es gibt untrainierte Menschen, die gar nicht wissen, wie sie ihre Brustmuskulatur anspannen sollen. Und ich... Jetzt ist er weg. Mich noch? Die Verbindung war da ganz schlecht. Wartet. Jetzt ist wieder gut, ne? Oder? Jetzt. Hört ihr mich? Kurz weg. Ja. Sorry. Ja, ich bin in einer Minute zu Hause und habe ich sowieso geilen Empfang. Also, ich gehe ganz klar konform mit, dass man vielleicht auch die Kapillarisierung wieder anregen sollte mit höheren Wiederholungszahlen, mit etwas leichterem Gewicht. Ich bin auch voll d'accord mit dir und das ist aber auch ein Ansatz, den ich auch zu meinen Kunden sage.
wenn du eh schon sehr viel stressliche Belastung, stressfähige Belastung hast über das Nervensystem, durch deine Arbeit, durch deine Familie, durch Stresspunkte, die halt im Leben auf einen reinprasseln, dann solltest du nicht nochmal 1,5 Stunden trainieren gehen, weil auch das ist eine Belastung auf zentrale Nervensystem und das wird dich dann, also man kriegt ja keinen Burnout, weil man zu viel Kniebeugen gemacht hat, sondern kriegst einen Burnout, weil du einfach zu viel Stress in deinem Leben hattest. Und deshalb versuche ich natürlich Training auch als Stresskomponente für den Körper zu sehen, die im ersten Moment natürlich erstmal ein bisschen atrophierend wirkt, also das heißt Gewebe abbauend. Und um dem, aber um deine Frage zu beantworten, ich würde mit dem Trainingssystem, was ich jetzt propagiere, noch so weiterfahren, bis ich merke, okay, die Kraft ist jetzt nicht mehr der Faktor, den ich ausbauen muss. Also wenn ich merke, 380 Kilo in der Kniebeuge isometrisch, kontraktionstechnisch, halte ich eine Minute und es stört mich gar nicht mehr, oder beim Bankdrücken 300 Kilo, 320 Kilo, 340 Kilo halte ich, gar kein Problem, dann würde ich sagen, okay, jetzt ist Kraft nicht mehr der Faktor, den ich für mich entwickeln möchte. Dann würde ich natürlich wieder, ich würde nicht mehr auf die volle Range of Motion gehen, das sage ich ganz ehrlich, weil ich einfach da zu viel Verletzungsgefahr sehe und ich sehe da zu viel, ich vergleiche immer, Yoga ist kein Krafttraining. Das heißt, wenn ich natürlich einen Muskel dehnen möchte, was sehr sinnvoll ist, damit er eine gewisse Flexibilität hat, würde ich das aber ungern mit 50 Kilo Kurzhantel machen. Und wir orientieren uns ja leider auch sehr viel am an der Leistungsebene. Wie trainiert ein Ronny Rockel? Wie trainiert ein Markus Rühl? Wie trainiert ein... Für mich ist das eigentlich sehr fragwürdig, dass jemand, der auf so hohem Leistungsniveau wie diese besagten Personen, die wirklich eben aus der Tupperschale leben, ihr ganzes Leben auch nach diesem Sport strukturiert haben, den Leuten sagen, wie sie trainieren sollen, die vielleicht Kfz-Mechaniker sind, zu Hause ein 3-jähriges Baby haben, eine Frau, die vielleicht auch noch was von der gemeinschaftlichen familiären Situation haben möchte, und dem erzählt man, ja, da musst du schon 4, 5, 6 Mal und dann hier Thunfisch im Wasser und da kocht ihr dann Eis vor. Da sind wir uns völlig, also da gehe ich völlig mit 2 bis 3 Mal die Woche 20 Minuten. Super. Wo ich halt nicht mitgehe, dass ein Training über die volle ROM keinen Aufbaureiz setzt. Erstens, ich glaube, ich brauche den Aufbaureiz, ich brauche auch dieses, wie ich gesagt habe, dieses Tetin. Und wenn ich es klug tue, also wenn ich keine Overload habe und Schwung hole in den Momenten und die Zwangslagen mir anschaue unten in den Positionen, also nicht den typischen Buttwing mache, obwohl ich nicht vorbereitet bin, oder Bankdrücken mache und schön Schwung hole, muss man sich davon verabschieden. Denn der Körper ist ein mehrfach federgekoppeltes Oszillatorensystem. Das heißt, der ist darauf programmiert, auch als Energiespeichersystem zu funktionieren. Und wenn ich da nicht trainiere, wenn ich mir das anschaue, ich nehme meine Alltagsbelastung, Kniebeugen, wenn ich Treppe steigen will und muss das bergab tun, oder ich will bergauf steigen irgendwo, oder ich will irgendwo hochsteigen. Also ich habe jetzt das Boot, was ihr gesehen habt, ins Trockenlager gebracht. Und ich will dann irgendwie aufs Boot raufsteigen, aus einer tiefen Position. Dann brauche ich ja genau diese multidirektionalen Aufbaureize auch in den tiefen Positionen, weil wenn ich es nicht trainiere, kann ich es im Alltag nicht machen. Und da mache ich mal... ein Bein 90 Kilo Kniebeuge machen. Okay, verstehe. Zwar über die volle ROM. Und da gehe ich dann nicht mit, dass ich sage, Training hat ja nicht nur den Zweck, den mTOR-Weg anzuschalten, sondern soll dich ja auch im Alter dazu befähigen, das Ganze zu übertragen auf deine große Challenge. Und du bist ja nicht Wettkampfathlet im Alter, sondern du musst im Alter schaffen, noch dein 90. Lebensjahr zu bewältigen und trotzdem noch Treppe steigen zu können. Ja. Und deshalb sollte man im Training das auch trainieren und das auch über die volle ROM trainieren, um die Aufbaureize zu haben. Und die Signale, die kommen mir dann koordinativ auch nicht mehr an. Wenn du nur halbamplitudig trainierst, dann verstellen sich ja auch die ganzen Nozizeptoren wie Golgi-Sehnenorgan, Muskelspindel, Ruffini, Pacini, also was da so im Muskel als Signal ist, wie weit kann ich gehen? Und irgendwann bist du halt völlig unbeweglich, weil sich quasi der Körper noch auf diese verminderte Range of Motion eingestellt hat. Da kannst du dann in den Five-Zirkel gehen und irgendwie Beweglichkeitstraining noch machen. Aber wir wissen alle, dass dieses Ausspielen von Beweglichkeitstraining gegen Krafttraining völliger Rotz ist. Weil aber Beweglichkeitstraining ist genau das gleiche wie Krafttraining, nämlich Krafttraining über die volle ROM ist nichts anderes als ein Beweglichkeitstraining. Okay, ich gehe jetzt aber nur vom Punkt aus, was sehe ich da draußen? Ja. Also wir können jetzt uns darauf einigen, dass wir wissenschaftlich schon sehr viel fundiertes Wissen haben, wie Aktin- und Myosin-Filamente in einem Sarkomer, in einer Myofibril aufgebaut sind, was da draußen aber keinen Menschen interessiert, weil sobald du was über Aktin- und Myosin-Filamente in einem Sarkomer erzählst, ist der raus, weil der denkt, okay, jetzt muss ich nochmal mein Medizinstudium nachholen. Das nächste Problem ist, ich bin alle 6 Wochen im Urlaub.
weil ich liebe Urlaub. Und die sehen alle scheiße aus. Und mir tut das leid, dass die da draußen alle aussehen, 90-95% wie ein Eimer, wenn wir doch so viel Ahnung haben. Wenn wir doch genau wissen, so muss es gemacht werden, voller Rom und los. Und das tun sie nicht. Weil wenn wir so viel wissen über Gesundheit, warum sind die Menschen alle so fett? Warum sind sie alle so ungesund? Warum haben sie alle Angst jetzt plötzlich vor Obst? Weil der böse Fruchtzucker. Was ist mit Milchprodukten? Früher gut, heute heißt es Galaktose, verschleimt dir den Rachen. Dann heißt es wieder, da ist IGF-1 drin, weil ja Milch wird ja für Kälber produziert, damit die möglichst schnell irgendwann 600 Kilo wiegen und sich verteidigen können. Die Leute da draußen wissen, glaube ich, gar nicht mehr, was ist gesund und was sollen sie machen. Und deshalb habe ich für mich jetzt einfach gesagt, okay, was mache ich? Ich stelle mich morgens bei Instagram mit Handtuch oder Unterhose vor den Spiegel. Bin 47, also keine 20, wo man sagt, Kollege, seien wir mal ehrlich, mit 20 habe ich auch nur so ausgesehen. Ich bin 47. Ich sehe natürlich nicht aus wie ein Monster, weil das kannst du auch nicht. Du kannst nicht aussehen wie ein Markus Rühl, wenn du nicht so substituierst. Das hat er auch selber zugegeben. Ist jetzt nicht, dass ich aus dem Nähkästchen plaudere. Und so will ja auch keiner aussehen. Die meisten, glaube ich, wollen aussehen wie ein Men's Health Cover Model. Die wollen aussehen wie ein Men's Health Cover Model. Sixpack, nicht knüppelhart, nicht 6%, aber Sixpack, gute Muskulatur. Und das tun sie nicht. Sie sehen alle. Ich will das mal ganz kurz einmal runterbrechen, Sascha. Das, ja, klar. Du sagst, stimmt ja, dass vielleicht manche Menschen nicht so gut aussehen. Wir haben aber alle nicht gut aus. In Deutschland. Die Deutschen essen statistisch 3600 Kalorien am Tag, statistisch. Und wir haben über 60% Übergewicht. Und ob die jetzt trainieren oder nicht, ist bei 3600 Kalorien komplett egal. Die nehmen einfach zu. Und das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Die essen einfach viel zu viel. Achso, sag du erstmal, Entschuldigung. Ja. Ich denke, hat doch ganz viel mit Ernährung zu tun, das kann man, you can't outtrain a bad diet. Du kannst jetzt nicht durch deine brutalen Trainingssysteme diese 3600 Kalorien wegknallen. Die müssen trotzdem auch besser essen. Ja? Also Training hat jetzt nicht diesen großen Effekt. Training ist 2-3 Mal die Woche. Ja? Ich würde dir gerne recht geben, aber ich sehe das anders. Ich sage dir auch warum. Weil ich gar nicht auf Kalorien gehe. Ich zähle gar keine Kalorien. Ich tracke weder mein Protein, noch tracke ich meine Kalorien. Weil ich von Kalorien leider gar nichts halte. Das hat was mit Kalor zu tun, mit Wärme. Also wie ist überhaupt eine Kalorie festgeregelt worden? Über ein Kaloriebombometer, also über einen Ofen, der unter Wasser Nahrungsmittel verbrennt und schaut, wie viel Wärmeenergie wird da frei. Und das wissen die Leute da draußen gar nicht. Die wissen gar nicht, was ist eine Kalorie. Die kennen gar nicht Hugo Junkers. Die wissen gar nicht, was bitte? Entschuldigung. Also sie essen zu schlecht. Wir Wissenschaftler brauchen einfach mal Zahlen. Wir können nicht einfach sagen, viel oder schlecht. Ja. Und die Zahlen sind immer da und die meisten essen zu viel und zu schlecht. Aber ich glaube, sie sehen so aus, weil sie gar nicht trainieren. Weil, ich erkläre es immer ganz einfach für die Nichtmediziner, wenn ich die Muskulatur nicht belaste, dann wird sie sich nicht entwickeln. Ist ja klar. Also sie kann sich sogar atrophieren, sie bildet sich zurück. Das wissen wir ja bei Patienten, die lange bettlägerig sind. Das heißt, wenn die Öfen kalt sind, kriege ich alles in die Wanne. Ich lagere alles hier unten ein. In das ganze Feuerholz wird in den Keller gebracht. Ich greife jetzt mal ein, weil ich habe, du weißt vielleicht nicht, dass ich eine der Bettliegestudien begleitet habe. Und zwar war ich an der Charité und habe dort die Berliner Bettrestudie 60 Tage Bettruhe begleiten dürfen. Ja. Wir haben dann mit MRT, wir haben mit Muskelbiopsien gearbeitet. Wir haben geguckt, zum Beispiel nach den hormonellen Regulationsmechanismen wie Leptin, Ghrelin. Aha. Was passiert in der T4, T3, also Tetraiodthyronin, Triiodthyronin, was passiert da? Also wir sind uns einig, erstens, um das wissenschaftlich mal festzuziehen. Andreas sagt 80-20, Ernährung 80-20 Training. Stuart Phillips sagt genau umgekehrt 20% Ernährung, 80% Training. Also da sind die Meinungen gehen da sehr, sehr weit auseinander. Ich auch noch. Auch sind wir uns einig, dass die Rolle der Kohlenhydrate unterschätzt wurde, jahrelang, weil es gibt eine sehr gute Untersuchung in München, ein guter Professorenkollege dort in München, der hat untersucht, ob man aus Kohlenhydraten auch Proteine bauen kann. Also kann der Körper aus einer Sahnetorte oder aus einem Gummibärchen Proteine synthetisieren. Und wir kennen, wenn du dich erinnerst, Glykolyse, da gibt es ein Pathway, da kannst du aus Glykogen beziehungsweise dann aus Glucose, also aus C6H12O6, kannst du dann irgendwann mal ein Pathway machen, wo du Proteine synthetisierst über das sogenannte Glutamat, was man dazu macht. Du kennst Glutathion oder Glutamin wahrscheinlich als Nahrungsergänzungsprodukt. Ja.
Was man aber nicht kann, und da sind sich die Forscher einig, man kann sozusagen die essentiellen Aminosäuren daraus nicht bauen. Klar. Also man kann die nicht essentiellen daraus bauen. Bei den essentiellen fehlt es halt an der Stelle. Das heißt, irgendwann gibt es einen Knackpunkt, dass du sagst, fehlen dir die essentiellen Aminosäuren, dann wird sich am Sarkomer selber an den Actin-Myosin-Filamenten oder an der Struktur, auch wenn der Körper aus Wasser besteht, relativ wenig tun, weil du natürlich klar auch sarkoplasmatisch hypertrophierst über höhere Glykogenspeicher, höhere Kreatinphosphatspeicher und Co. über mehr Kalium im Muskel. Aber schlussendlich, Proteinbiosynthese findet nur statt, wenn die essentiellen Aminosäuren am richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sind. Und dafür braucht es halt einerseits, wie du richtig sagst, dieses sarkoplasmatische, weil dadurch natürlich das Wasser, ist ja kein Wasser, ist Zytoplasma, was da reingeht und da zieht es halt die Nährstoffe rein. Aber ich glaube, schwarz und weiß bringt uns hier nicht weiter. Wenn ich aus wissenschaftlicher Sicht euch nicht einen Tipp, sondern einfach so die Zahlen, Daten, Fakten so aus der Forschung sagen kann, ich brauche essentiell die Fette, Fette sind essentiell, die Kohlenhydrate sind zwar erstmal nicht essentiell, aber um Biomasse zu bauen, braucht es die Kohlenhydrate, siehe Warburg-Effekt, also das Krebszellen, Kohlenhydrate nehmen, weiß man mittlerweile schon seit den 30er Jahren, wo Warburg geforscht hat. Und wir wissen es jetzt durch die Forschung aus München auch, dass Muskeln als schnell teilende Zelle Kohlenhydrate aufnimmt. Aber jetzt dieses dogmatische, du brauchst keine Proteine mehr nehmen, selbst wenn der Körper aus Kohlenhydrat Protein machen kann. Da sind wir uns einig, glaube ich, dass das nicht geht. Ja, ich also sag, aber dieses bekannte, trink den Eiweißshake, dann hast du dicke Keulen, das ist Bullshit. Ja. Das ist das. Und deshalb, sehe ich das richtig, hier hören 130 Leute zu, sehe ich das richtig? Ja. Ja, manchmal hätte ich es gern, dass du es vielleicht, also ich verstehe das, wenn du über Glucose redest und über 12 Wasserstoffatome, 6 Kohlenstoffatome und 6 Sauerstoffatome, ich verstehe das, aber ich glaube, das verstehen die nicht. Und nicht, weil die doof sind, sondern weil die einfach nicht so sehr in der Materie drin sind. Ja. Deshalb würde ich es immer ganz cool finden, wenn wir auch, um aufzuzeigen, dass wir hier nicht gegeneinander betteln, sondern dass jeder einfach so seine Erfahrungswerte reinbringt. Ja. Wie kriegen wir die Dicken da draußen schlank? Und da war mein Ansatz, geht 2-3 Mal die Woche zum Training. Ja. Für eine halbe Stunde? Da gehe ich mit. Also, da geht nämlich Andreas auch mit. Also da können wir uns erstmal einen großen Haken dran machen. Wir gucken jetzt mal, wo wir zusammenkommen. Mit draußen auch mal mehr Wert haben. Coming home. Dann sind wir uns, glaube ich, einig. Okay. Dann sind wir uns einig, dass es Protein braucht, und zwar Protein in einer gewissen Wertigkeit braucht, und zumindest aber die essentiellen Aminosäuren. Das ist auch wieder so komplex, ne? Wenn du jetzt, kennst du das noch, mit Milch hatte eine biologische Wertigkeit von 88 und Ei und Kartoffeln hatte 136. Da hattest du, ich meine, ich war 18 zu der Zeit, ich hatte schon keinen Bock mehr, irgendwas zu fressen, weil ich ja Angst hatte, dass ich die biologische Wertigkeit vernachlässige. Und jetzt musste ich Sachen miteinander kombinieren, die mir gar nicht geschmeckt haben. Oder ich musste plötzlich in so einem Bodyshop, wo ich jahrelang gearbeitet habe, den Leuten erklären, wo der Unterschied zwischen einem ultra hochfiltrierten Ion ausgetauscht in einem Lactalbumin-Isolat ist und einem Eckalbuminat. Das ist doch so scheiße. Also ich verstehe das, aber das ist... wir gucken mal auf einander. Auch da sind wir uns einig. Okay. Ich glaube, Andreas ist nicht mehr bei Haleko. Nee, bist du nicht mehr, oder? Nein, ich habe nichts gegen Eiweißfirmen. Und ich habe selber eine Firma für Nahrungsergänzungsmittel. Aber es geht mir darum, dass man nicht sagt, sauf den Shake, weil das kotzt mich an bei ganz vielen namenhaften, die ich nicht erwähne jetzt, weil ich habe keinen Bock auch gegen die zu schießen, aber namenhafte Bodybuilder, deutscher Meister mal gewesen und bla bla, hält so ein scheiß Eiweißdose in die Kamera und sagt, du brauchst dein Eiweiß, als ob du 117 Kilo mit Sixpack wiegst, weil du die scheiß Eiweißdose gesoffen hast. Never ever. Und da finden wir, brauchen wir ein bisschen Aufklärung. Was kannst du wiegen? Bei 1,80, haben wir schon drüber gesprochen, 85, 90 Kilo. Kannst du wiegen mit einem guten Body, aber niemals 130 Kilo mit Sixpack. Geht nicht. 120 geht auch nicht. Zweites Learning, also erstes Learning, wir sind jetzt eigentlich kurze, knackige Einheiten. Du musst nicht jeden Tag ins Gym rennen. Erste viel trinken. Das zweite Learning ist, bist du damit einverstanden? Bin ich einverstanden. Zweites Learning, das anabole Fenster ist ein Bullshit. Dass du ein anaboles Fenster hast, dass du im Studio schnell den Eiweißshake zuführst, um bloß nicht das anabole Fenster zu schließen. Also und auch diese Diskussion um die biologische Wertigkeit, da sind wir uns auch einig. Ich glaube, du kannst verschiedene Nahrungsmittel auch innerhalb eines Tages kombinieren und kannst die biologische Wertigkeit vergessen, wenn du vielfältige Eiweißquellen nutzt. Also wenn du einfach nicht ovo-lacto-vegan bist und viele Eiweißquellen in deinem Körper halt anzapfst, dann hast du halt auch eine relativ gute Versorgung. Die ist aber in Deutschland teilweise nicht gegeben, weil schau dir
die typische deutsche Ernährung an. Wir sind uns einig, dass da vieles im Argen liegt und dass da ein großer Hebel da ist. Da bin ich mir mit dem Figurmacher einig und ich glaube, auch dieses Learning können wir mitnehmen. Okay, wie viel Flüssigkeit setzt ihr an? Was sagt ihr? Was denkt ihr, ist sinnvoll für jemand, der abnehmen möchte? Was würdet ihr sagen? Andreas, ich habe 20 Kilo Körpergewicht. Ein Liter pro 20 Kilo Körpergewicht, das sind dann bei 60 Kilo 3 Liter. Okay, das ist schon das Maximum oder das Minimum oder das Optimum? Optimum. Das ist das Optimum. Okay. Gehst du mit d'accord oder sagst du mehr? Da gehe ich mit d'accord, es sei denn, ich will dir den Arsch aufreißen in Hamburg und will mal entwässern. Also dann, wenn ich nach Hamburg komme und ich will, also oder den Andreas habe ich auch neulich, quasi ich bin immer, er musste mich immer motivieren, das T-Shirt unten zu lassen. Wenn ich natürlich das entwässern, gut, ich habe das Bild gesehen, Hut ab. Hut ab für deinen Body. Genau, wenn ich entwässern will, dann trinke ich auch mal 8 Liter oder 10 Liter. Aber muss dann den ganzen Tag nur pinkeln, um dann die Nahrungsmenge, dann die Kohlenhydrate raus, Kohlenhydrate rein, Natrium rein, Kalium rein. Also wir kennen das Spiel. Ich würde ein bisschen höher gehen, wenn ich das noch sagen darf, ich würde ein bisschen höher gehen. Und ich nehme auch immer Beispiele gerne über Primaten und so. Habt vielleicht mal gehört über mein Video, wo ich über den Silberrücken rede, den Gorilla. Was frisst der am Tag? Was wiegt der? Und wie viel trinkt der? Weil also Primaten trinken ja nicht direkt Wasser, sondern die essen ja Wasser. Und der ist ungefähr bei einem Gewicht von 170 Kilo, ein erwachsener, ausgeprägter Silberrücken, 170 Kilo, ist der bei 17 Liter Flüssigkeit. Die er isst über die 21 Kilo Früchte. 67% ist Fruchtgehalt. Also ich nehme mal ganz gerne so Tiere aus dem Tierreich, die eben nicht aussehen wie ein Nilpferd, sondern die eine gute Struktur haben. Und der Gorilla ist ja 10-mal mindestens so stark wie ein normaler Mann. Geht ja auch aufrecht, deshalb ist es ja ein Menschenaffe. Also die anderen Affen haben ja einen langen Schwanz, das hat ja ein Gorilla nicht. Und ich nehme mir ganz gerne mal, weil wir Menschen denken mal, wir sind so einzigartig. Ja, wir sind so ganz besonders. Im Grunde sind wir schon, haben wir identische Strukturen von anderen. Das wissen wir, wenn wir jetzt wieder medizinisch werden wollen, über die Adenosinrezeptoren. Also dass Kaffee ja nicht Koffein produziert, damit wir morgens ein anregendes Getränk haben, sondern es ist eigentlich ein Neurotoxin. Es soll den Adenosinrezeptorenstoffwechsel stören von Insekten, damit sie aufhören, daran zu fressen. Und auch wir, bei 3 Liter Kaffee kriegst du auch irgendwann eine Macke über den hohen Koffeingehalt, bringt es dich durcheinander. Also das heißt, wir haben ja schon ähnliche Strukturen, die wir dahingehend übertragen. Und ich habe immer das Gefühl, dass die meisten Leute zu wenig trinken. Dass ja, die eben so auch. Ja? Weißt du, was bei dir cool ist? Bei dir schlägt Plausibilität die Komplexität. Das heißt, jemand, der dir zuhört und du hörst dir auch selber zu und versuchst dir die Welt zu erklären. Ja. Mache ich ja nicht anders als Wissenschaftler. Da ist alles, was so plausibel ist, zunächst quasi klar und für mich total nachvollziehbar. Das Problem ist, wenn du jetzt zum Beispiel den Primaten nimmst und die epigenetische Information, dass die Genetik natürlich relativ identisch ist, da sind wir uns einig zwischen und Mensch zu 99%, aber die Epigenetik, also das, was sozusagen als Methylierung dann rauskommt bei uns, ist natürlich völlig anders. Von daher ist das, was du erzählst, hier sehr plausibel. Und für mich war die alte Zeit, wo ich noch an dem Andreas Anaboles Fenster geglaubt habe. Du hast ja bei Herr Leko auch dieses Cardio, wie heißt das, muskelprotektives Schutzschild. Also diese BCAAs hast du ja. Das hat man damals geglaubt, stimmt. Ja, man hat dann herausgefunden, dass Anabole Fenster eigentlich nur interessant ist für Leute, die sehr viel Ausdauersport machen, weil die viel mehr ihre Glykogen entladen als der Bodybuilder selber. Und der Bodybuilder wird grundsätzlich nie so lange trainieren wie ein Ausdauersportler und nicht so oft. Und die Stress hat er nicht so groß. Und deswegen hat man es bei Ausdauersportlern gesagt, die brauchen dieses Anabole-Fenster und hat das einfach auf den Bodybuilder übertragen. Das hörte sich natürlich in der Ernährungsindustrie sehr gut an. Du musst sofort deinen Shake trinken, am besten zusammen mit Maltodextrin. Und es gab ja auch Post-Workout-Shakes, Formulierungen, dann zusammen mit Kreatin und Glutamin, die einzeln viel zu wenig drin waren. Man musste sich eigentlich dann, ja, Heavy User hätte man sich da genannt, man musste sich eigentlich 10 Dosen kaufen, die jetzt einzeln zusammenstellen, wenn man das richtig haben wollte. Da ist immer sehr viel Marketing dabei. Los, wir kommen jetzt hier total vom ganzen Thema ab. Ja, okay. Wir wollen einfach mal ganz kurz gucken, wie ist das Training und was können jetzt die Zuschauer mitnehmen. Wir haben jetzt bald ein Spiel hier und irgendwie können die nichts mitnehmen. Wenn wir jetzt das einfach
mal zusammenfügen und du hast Heavy Duty angefügt, da gehen wir alle mit, da gibt es den Hans G. Seile, das ist der Stressforscher und der hat gesagt, du musst dem Körper, egal was du machen willst, einen überschwelligen Reiz setzen, damit er wächst und der darf auch nicht zu oft sein, weil sonst machst du dich kaputt und du kriegst sozusagen einen Burnout. Ja? Und der Mike Menzer, der hat ja selber auch nur, wenn du Heavy Duty Journal 1 und 2 gelesen hast, ja auch nur alle 3-4 Tage trainiert und hat auch nur ganz kurz trainiert. Und damals, als er mit Dorian Yates zusammen trainiert hat, da hat er es ein bisschen intensiviert. Und der Yates wird natürlich auch von den Pharmazeuten ein bisschen mehr genommen haben als Mike Menzer damals. Und der Yates hat ja gesagt, dass HIIT-Training geht bis zum Muskelversagen. Und beim Yates war es komplettes Muskelversagen. Also normalerweise hat man ja früher dann jemandem geholfen, hochzudrücken und hat selbst runtergelassen. Und wenn man nicht mal mehr selber runterlassen konnte, dann war das totale Muskelversagen, was für die meisten Menschen überhaupt nicht möglich ist oder gar nicht möglich ist, weil das ja so eine große Anstrengung ist und auch nervlich so eine große Belastung. Ich muss jetzt versagen, ich muss jetzt so lange machen, bis es nicht mehr geht. Und das ist wahrscheinlich auch gar nicht notwendig. Und deswegen, glaube ich, können wir festhalten, dass die meisten Leute ein viel zu großes Ego haben oder ein Problem haben, gehen 5-6 Mal die Woche zum Training, machen ganz viel nüchtern, die arbeiten alle gegen ihren Körper. Und man sieht ja in jedem Studio mindestens eine Dame oder auch einen Mann, die kommen 5-6 Mal die Woche, trainieren ganz, ganz viel Crosstrainer oder was auch immer. Die haben dann nicht muskulöse Beine, auch keine muskulösen Arme, die haben eher im Bauchbereich eine Fettschürze, das sogenannte Cortisolfett. Das heißt, wenn wir diese Menschen schon überzeugen könnten, nur 3-mal die Woche zu trainieren, weil die werden ja sicherlich in ihrem anderen Leben auch noch viel Stress haben, im Büro, im Job, in der Familie vielleicht. Wenn wir das schaffen könnten, das zu machen ohne große Anweisung, haben wir schon viel geschafft. So. Ein paar Anweisungen geben wir mit. Sonst lassen wir die da so wie aufgeschossene Hühner durch das Studio laufen. Das kann man da sicherlich auch machen, wenn die dann noch ein bisschen Tut und Kadenz auch noch verstehen, dann können sie das machen. Und dein Ansatz, den du hast mit dem isometrischen Training, wir haben das, als du nicht dabei warst, so als Vorschlag gemacht, wirklich sich die Arbeit zu machen, mal so viel Gewicht auf die Beinpresse zu bringen. Die meisten brauchen das ja gar nicht. Also ich muss hin und her schleppen. Aber wenn eine Frau gut trainiert ist, ich finde dein System auch nur gut für Leute, die schon trainiert haben. Wenn eine Frau gut Beinpresse kann, ohne Knieschmerzen, dann kann sie, und die macht 160, 180 Kilo, ist ja schon viel für die meisten Frauen auf Wiederholung. Nicht, dass es böse klingt, aber es ist jetzt so normal. Und wenn die mal 300 Kilo drauf macht und einfach mal rausdrückt und die Sicherung drin lässt, dass sie nichts passieren kann und das festhält, dann hat sie ja schon mal einen ganz neuen nervlichen Reiz. Und wenn sie dann noch dann das Gewicht abnimmt, was sie sonst macht, wenn sie sonst 160 macht, macht dann 180 und macht damit Wiederholung, dann wird sie am nächsten Tag einen wunderschönen Muskelkater haben. Und das ist ja auch das, was Frauen wollen. Wenn es im Po nicht wehtut, dann war das Training auch nicht gut. Dafür ist es auf jeden Fall geeignet, dein Training. Also wir brauchen diese Reize, wir brauchen auch die Pausen. Wir müssen das Ego runterschrauben, 5-6 Mal die Woche trainieren zu wollen. Das müssen bestimmt Marathonläufer machen, weil die müssen ja auch beim Marathon 41 Kilometer laufen. Dann müssen die auch während der Woche so viel laufen, damit sie es am Ende irgendwann mal schaffen. Bodybuilding ist ja nichts anderes, als einen Reiz zu setzen und den irgendwie zu bedienen. Wenn es geht mit Ernährung und natürlich auch hormonell. Und da gibt es ja auch ganz viele Sachen, die man hormonell verbessern kann. Und natürlich auch von der Ernährung her. Ob man den Eiweißshake braucht oder nicht braucht, sei mal dahingestellt. Wir wissen aber, dass wir eine gewisse Menge Eiweiß brauchen für eine Anabol-Situation, auch für den mTOR. Und man sagt ja, dass man pro Kilogramm Körpergewicht 0,4 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit hat. Also wenn jemand 80 Kilo wiegt, und der nimmt dann 32 Gramm Eiweiß pro Mahlzeit, dann hat er eine gute Eiweißversorgung. Ob er die aus dem Huhn holt oder aus dem Quark oder aus dem Shake oder aus Ei, ist eigentlich egal. Letztendlich zählt ja die Gesamteiweißzufuhr. Und da muss man sich als normaler Mensch gar keine Gedanken machen, ob man jetzt ein Isolat trinkt ob das, oder Hydrosolat gibt's ja auch, Hydrosolat gibt es ja auch noch, die ganz schrecklich schmecken. Die muss man als normaler Mensch gar nicht haben. Ja, also es ist sicherlich für Bodybuilder wichtig, wenn die in bestimmten Phasen sind, entladen, aufladen und so, ne? Dann können die das machen. Aber für die meisten ist es unnötig. Also das sind jetzt so meine ersten Tipps, ohne jetzt noch mehr auf die Ernährung einzugehen, aufs Training zu gehen. Wenn jetzt der
Jens noch mal ganz kurz sagt, was sind wirklich jetzt ohne Wissenschaft drei, vier Tipps, die wir jetzt... Ohne Wissenschaft. Ja, wirklich, weil es ist ja schon so, dass hier viele im Chat sind, die sehr viel Ahnung haben, aber vielleicht sind auch welche dabei, ey, nur kommt, ich habe die Kommentare gesehen, ey, nur kommt mal zum Punkt, was sollen wir denn jetzt machen, was soll ich mit den Tomaten... Genau, deshalb habe ich gesagt, lass uns ein paar Tipps raushauen. Geht alle zwei bis dreimal die Woche zum Sport. Genau. Versucht mal ein paar schwere Gewichte zu heben. Bitte nicht Bankdrücken mit 40 Kilo, weil sonst wird es irgendwie auch optisch nie was nach was aussehen. Das, da müsst ihr mir bitte ein bisschen beipflichten, weil es ist ja auch irgendwie so, dass wir auch stärker werden müssen. Ich kann ja nicht heute mit dem gleichen Gewicht trainieren wie in einem Jahr und erwarten, dass ich mich komplett optisch verändert habe. Es sei denn, ich habe 20 Kilo Fett verloren. Dann sehe ich schon anders aus, aber die Muskulatur wird sich ja nicht großartig entwickelt haben. Dann halt, dass wir ein bisschen die Ernährung mit einflechten. Was wir vielleicht auch nochmal, ich muss jetzt leider gleich rein, weil meine Frau hat schon gerade angerufen. Ich sitze hier nämlich schon seit hier vor meinem Haus, seit irgendwie eine halbe Stunde und die denkt schon, ich habe eine Macke und ich habe eine Affäre. Was wir vielleicht beim nächsten Mal gerne machen können, und dann steige ich auch von vornherein mit ein, ist, dass wir alle Themen mal ansprechen, wenn ihr Bock habt. So, dass ihr natürlich euren medizinischen Wissensstand so mit einbringen oder dein erfahrungstechnischen auch, dass wir vielleicht so mal Dinge ausleuchten für die Leute, die so gar nicht auf dem Zettel haben. Wisst ihr, was ich meine? Also, dass wir nicht nur sagen, ey, geh zwei, dreimal die Woche zum Training und guck, dass ihr genug Eiweiß fresst, weil das haben die auch schon 100 Mal gehört, sondern dass wir vielleicht auch mal ein paar Dinge für die Leute nach vorne bringen, wo sie sagen, das habe ich auch noch nie gehört. Oder, ey, warum sagt dein Kollege das und das? Warum Mythen zum Beispiel? Wie viele Mythen da draußen existieren und die einfach falsch sind und die wir gerne medizinisch dann aufschlüsseln können? Ich will mal jetzt sozusagen, ich versuche mal jetzt in einfach zu sprechen. Also ich glaube, jedes Trainingssystem wird eine Weile funktionieren. Jedes Trainingssystem wird aber nach einer Weile gegen die Wand fahren. Erste wichtige Learning. Das heißt, wechselt dort auch mal verschiedene Trainingssysteme, verschiedene Wiederholungsbereiche ab. Dann, wenn ich jedes Mal baller bis zum konzentrischen, nicht, sondern exzentrischen Muskelversagen, also wenn ich jedes Mal alles abverlange, ist das Dilemma, dass ich natürlich einen hohen Wachstumshormonreiz setze, aber dass die Degradation, also der Abbau von Muskulatur eventuell größer ist als das, was ich netto am Nutzen habe. Und dass das Nervensystem einfach 8 Tage braucht, damit die elektromotorische Kopplung, also die ganze Mist, wieder funktioniert und du den Muskel richtig ansteuern kannst. Aber das, das heißt, es muss auch Einheiten geben, wo man sich selber bremst und wo man vielleicht auch Wiederholungen in Reserve lässt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Learning. Also nicht in jeder Einheit, weil 10 Tage nicht trainieren, also nicht ballern können, auf Deutsch gesagt, heißt ja automatisch, dass du wieder im Abbau bist. Also die Proteinbiosynthese ist vielleicht 48 Stunden hoch. Das heißt, du musst ein kluges System haben und wie du das dann nennst, dir regelmäßig quasi never changed winning horse, sagt man immer. Keiner wechselt ein System, was funktioniert. Aber du musst regelmäßig mal gucken, passt das für dich noch? Und das ist natürlich im Zeitalter, ich will jetzt nicht Polarisierung vorwerfen, Sascha, aber in Zeitalter, wo man natürlich auf dem Markt von Personal Training seine Alleinstellung findet, und dann sagst du plötzlich selber, okay, ich hinterfrage das mal. Das ist natürlich dann für die Alleinstellung schwer. Das heißt, die Marketer sagen uns immer, wir müssen im Markt natürlich einzigartig sein, um überhaupt Gehör zu finden. Also ich als Wissenschaftler beispielsweise auch. Und ich sage immer, eigentlich ist das System zu komplex, dass man sagt, es funktioniert mit einem System, sondern man sollte eine Weile konsequent nach einem System trainieren und sollte dann wieder hinterfragen, ob das System, mit dem man trainiert, im Moment bei der Person, bei dem Klienten, mit dem ich gerade trainiere, noch das Richtige ist, ob der sich noch entwickelt oder ob der nicht von völlig anderen Sachen profitiert. Zum Beispiel braucht der jetzt eine Kapillarisierung. Kann der jetzt den Glykogenspeicher vielleicht auch, kann der sarkoplasmatisch jetzt wieder wachsen statt myofibrillär? Also all das müsste man dann fragen. Das heißt, der wichtigste Learning-Tipp für mich ist, regelmäßig, und zwar nicht alle Woche, sondern regelmäßig alle 6 Wochen das Training hinterfragen und mal einen Wechsel einbauen. Geht er da mit? Wir haben dazu tolle Kommentare und ich würde gerne gleich nochmal drauf eingehen, dass wir wirklich mal auch die Kommentare beantworten, damit die Leute wirklich was hiervon haben. Ja. Von diesem Podcast, der schon 1 Stunde dauert. Ich habe jetzt, wie lange bei einem System bleiben? Also in der klassischen Blockpriorisierung würde ich 6 Wochen. Bitte, Jens.
Wir fassen das gleich zusammen. Ich glaube, Sascha muss ja zu seiner Freundin oder zu seiner Frau. Damit zu meiner Frau, ich bin verlobt. Aber ich möchte mich herzlich bedanken, dass ich diese Möglichkeit hatte, mit euch hier in die Kommunikation zu gehen. Ja. Und wenn ihr Bock habt, nur falls ihr Bock habt, können wir das gerne nochmal wiederholen. Ja. Und man sieht ja auch, da reicht ja eine Stunde gar nicht aus, gerade wenn wir drei jeder zu Wort kommen möchten und das auch natürlich ein bisschen ausführlicher. Und nicht einfach nur hier, mach Bizeps-Curls, dann hast du dicke Keulen, sondern halt noch darüber hinaus. Deshalb, also vielen Dank auf diesem Weg, dass ich meinen Kram dazu beisteuern konnte. Und Genau, deine Bedenken alles Liebe. waren nicht notwendig. Also Nein. Wir reden miteinander und ich glaube, da bleiben wir in der Kommunikation. Völlig in Ordnung, wenn wir unterschiedliche Ansätze haben, weil das bräuchte, ich meine ganz ehrlich, wenn wir alle drei das Gleiche erzählen würden, dann könnten wir uns auch ein Zimmer nehmen. Ja. Ja, dann brauchen wir jetzt hier nicht in die Kontroverse gehen. Ja, dann gehen wir abends alle essen und trinken den Rotwein und dann lachen wir alle eine Runde, aber dann brauchen wir hier keinen Podcast machen. Also es geht ja auch wirklich schon darum, dass jeder so sein Quäntchen dazu beiträgt. Und wenn es für euch funktioniert, was ihr macht, super gut. Aber wie gesagt, mein Ansatz war halt immer, dass da draußen so viele Leute eben nicht die Erfolge haben. Und wie können wir es ihnen leicht verständlich rüberbringen, dass sie es auch umsetzen? Weil es reicht ja nicht, wenn du weißt, wie es geht. Ich weiß auch, wie ich Weltmeister werde im Fußball. Ich schieße den Ball ins Tor. So, das Wissen reicht mir aber gar nicht, weil das Können habe ich nicht. Diese Umsetzung. Und das ist das, wie bringen wir das den Leuten näher, dass sie wirklich was davon haben und dass nicht alle darunter leiden, wenn sie Übergewicht haben oder ungesund sind oder krank oder einfach nur schlecht aussehen. Das macht, glaube ich, keinen Sinn. Und dafür sind wir auch in der Verantwortung, glaube ich, dass wir eben denen helfen. Gut. Genau. Dann fassen wir das jetzt noch einmal zusammen. Ein Mann hat sich schon beschwert, dass er eine Stunde zugehört hat und nicht schlauer ist als vorher. Für ihn ist es verbrannte Zeit gewesen oder verlorene Zeit. Das kann ich auch nachvollziehen, weil wir nicht zum Punkt gekommen sind, weil wir nicht irgendwelche Tipps gegeben haben oder neue Möglichkeiten, mit dem Primaten, ne? Also mit neue Möglichkeiten gegeben haben. Also Sascha, wir machen noch mal was zusammen. Du gehst jetzt nach Hause, damit du keinen Ärger kriegst. Wir sehen uns. Ich habe nur keinen Ärger. Es ist nur Respekt gegenüber meiner Frau. Ja, okay. Ja, gut. Treffen wir uns im McFit Langhorn. Und ich, wir machen ganz kurz noch eine Zusammenfassung hier. Ja, natürlich. Und dann ist alles. Also alles Liebe. Vielen Dank. Alles Liebe. Ciao, Sascha. Tschüss. Danke. Also die Leute wollten ja natürlich jetzt eine Zusammenfassung haben und wenn wir uns jetzt angucken, es gibt 1000 verschiedene Trainingssysteme. Ja? Und vielleicht gibt es das sogenannte Volumentraining, da geht es um die Sache, wir trainieren bis zur Muskelermüdung, das HIIT ist bis zum Muskelversagen, aber es gibt ja noch was anderes, es gibt ja auch noch das PIT-Training und das PIT-Training ist ja die Summe der Einzelwiederholung und im PIT lebt man davon oder wächst man davon, was der Muskel hebt und man betont die positive Phase, was normalerweise ja nicht betont wird. Normalerweise wird ja bei jedem Training die Exzentrik betont zum Muskelaufbau und beim PIT wird die Konzentrik betont zum Muskelaufbau. Was richtig oder falsch ist, können wir nicht sagen, aber was ich sagen kann, ist, dass man das 6 Wochen mal dies probiert, 6 Wochen mal das und 6 Wochen das andere probiert und ob man dann die Übung wechselt oder nicht, das war auch eine Frage hier, ist eigentlich egal, man sollte die Übung machen, die man gut ausführen kann, auch vielleicht mal Übungen machen, die man nicht so liebt, weil die muss man auch mal machen, aber wenn irgendeine Übung wehtut, dann sollte man das natürlich sein lassen, ne? Ganz klar. Also probiert das ruhig mal aus und vielleicht können wir uns das nächste Mal, lieber Jens, einfach mal sagen, hier fragt jemand, welche Übung sollte ich machen, damit ich nicht so Brüste wie Sascha bekomme. Ja, das wäre auch schon wieder ein gutes Thema für einen Podcast. Vielen Dank. Wir können vielleicht nächstes Mal eine Übersicht machen über die Trainingssysteme, ganz kurz und sagen, wie geht das? Nehmen uns da eine Übung zur Brust oder für irgendwas und sagen, wenn du das nach PIT trainierst, dann machst du das so. Und wenn du das nach Heavy Duty trainierst, dann machst du das so. Und wenn du das nach Volumen trainierst, dann machst du das so. Und dann kann man erstmal, das ist sehr gut für die Leute, mal mitzubekommen, wie gehen diese Trainingssysteme überhaupt. Und dann können wir natürlich auch mal über Ernährung reden und so weiter. Das ist, glaube ich, zielführend, beziehungsweise da hat jeder was davon, weil wenn ich das auch bei Trainern erzähle, ich unterrichte ja nicht Training, wenn ich unterrichte, mache ich ja was über Ernährung oder Hormone und frage dann was zu diesen Trainingssystemen und selbst die
Trainer kennen die Unterschiede nicht. Ja, entweder haben sie keinen Bock, sich zu melden oder keine Lust, was zu sagen oder sind zu faul oder wissen es nicht. Das weiß ich natürlich nicht oder interessiert es auch nicht. Und deswegen würde ich sagen, machen wir nächstes Mal das und dann können wir auch noch einen weiteren Live machen zum Thema, wie geht Low Carb, wie geht High Carb, wie geht Ketogen und wie geht dies und wie geht das, damit wir wirklich mal aufklären. Heute, glaube ich, war ganz wichtig, dass wir mal den Sascha zu Wort kommen lassen haben. Das ist auch gut so, da bin ich auch nicht böse drum. Und das Trainingssystem uns einmal angeschaut haben. Hormone, ja, sagt hier jemand, ist auch ganz wichtig, verstehen auch viele Menschen nicht, was da wichtig ist, Insulin, Cortisol und was es da alles gibt, was das Training nach vorne bringen kann oder auch das Training ganz nach hinten bringen kann. Zu viel Insulin zum falschen Zeitpunkt ist nicht gut, zu wenig ist nicht gut und beim Cortisol ist es genauso. Ne? Zu viel und zu wenig ist in manchen Situationen auch nicht gut. Und hier ist zum Beispiel eine schöne Frage, hier eine Übersicht, wäre ich dankbar und welche sind die Übungen, die ich mindestens machen sollte? Ja gut, da können wir uns streiten über Grundübungen oder auch nicht, aber das können wir auf jeden Fall mal machen und mal schauen. Wichtig ist eigentlich, das Wichtigste ist wirklich beim Training, dass es dir Spaß macht, dass du da Bock drauf hast, dass du dich freust, yeah, heute ist Brust oder heute ist Rücken oder heute ist weiß ich was. Und was du da eigentlich machst, ist eigentlich für Nicht-Wettkämpfer komplett egal. Wir gucken, ja. Ich würde sagen, wir gucken mal irgendwann unseren Terminplan. Eventuell sind wir ja mal zusammen wieder im Baunatal. Ja. Und dann machen wir mal so eine reine Trainingssession. Ich trainiere dich mit verschiedenen Ansätzen, dass man einfach sieht, was ist der Unterschied Pitforce, was ist Durchblutungssatz, was würdest du tun, wenn du durchbluten willst, wenn du Laktatspiegel hochtreiben willst, was machst du, wenn du den Spannungsreiz in der Muskulatur einzeln Wiederholungen machst, dass wir einfach mal sowas durchspielen und dann auch über Übungen diskutieren, dass wir sagen, okay, wenn ich jetzt nur 15, 20, 25 Minuten Zeit habe und ich muss jetzt nicht jeden Winkel aus jeder Position, jeden Muskel treffen, sondern ich habe jetzt so eine Möglichkeit, 5 Übungen auszuwählen, habe 20 Minuten Zeit, das 2-mal die Woche. Was ist so eine sehr nicht effektive, sondern effiziente Variante zu trainieren für eine gewisse Zeit und wie kann man dann auch für mich ist wichtig, so einen Wechsel organisieren, also wie kann man strukturiert Training so strukturieren, dass man sagt, man trainiert mal das eine, mal das andere und geht nicht so dogmatisch in eine Trainingsstrategie rein, sondern ich glaube, die meisten, die trainieren, die müssen halt einfach mit unterschiedlichen Trainingssystemen arbeiten, aber müssen da auch nicht ständig wechseln, sondern dieser klassische Block, den wir früher gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du den auch gemacht hast, dass du abgewechselt hast zwischen schweren Training oder leichten Training zwischen 2 Trainingstagen oder du hast halt 4 Wochen lang eher Kraftausdauer trainiert und dann hast du langsam Intensität hochgenommen, hast dann irgendwann Maximalkraftzyklus gemacht und wusstest, nach dem Maximalkraftzyklus machst du vielleicht auch einen Deload, wo du mal 2 Wochen ganz wenig tust, weil du weißt, danach warst du erstmal ein Stück weit überpaced, dass man einfach so eine Sachen wie Periodisierung, verschiedene Periodisierungsmodelle auch nochmal anspricht. Also einerseits, was sind so schöne Übungen, die man machen kann und wie kann man das auf der Trainingsfläche umsetzen? Und zum Zweiten, wie kann man das in der Trainingsplanung umsetzen? Das ist, glaube ich. Ja, ich habe nicht lineare Periodisierung gemacht, aber ist egal, wenn ich das mal gemacht habe. Aber letztendlich trainiere ich ja heute nur noch nach Zeit und Gefühl. Ja. Und diesen Podcast wird es regelmäßig geben. Diesen Podcast ist ja so, dass Jens ein Format hat, jeden Montag 19 Uhr, richtig? Genau, jeden Montag 19 Uhr. Und dann machst du einen Podcast, da lädst du verschiedene Leute ein, mich, genau. Anders. Und nächste Woche bin ich ja in Las Vegas, mal gucken auf Mr. Olympia, vielleicht kann ich von da aus ein paar Lives mit dir noch machen, ein bisschen zeigen, was da los ist. Ja, das wäre super. Das wäre super, muss man gucken mit der Zeitverschiebung, weiß ich gar nicht, wie die ist. Und du bist ja dieses Wochenende im Baunatal. Mhm. Ich bin auch im Baunatal, aber nicht lange. Also vielleicht könnten wir was machen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ja. Das können wir auch ein andermal machen mit den Trainings. Und wir können erstmal drüber reden. Und dann machen wir mal wieder zusammen so ein Training. Ich hatte mir tatsächlich auch sowas vorgestellt, dass ich trainiere und du korrigierst mich. Mhm. Das wäre zum Beispiel auch gut. Ja. Das wäre super. Ja. Und okay. Haben wir hoffentlich den Leuten nicht zu viel Zeit geklaut. Ja, Grüße an Urs. Ja, mache ich. Gerne. Ja. Gut, dann
würde ich jetzt beenden. Ich glaube, wir haben die Zeit recht relativ überstrapaziert. Das lag aber nicht nur an uns. Nein, nur zu sagen, oder? Da war jemand, der viel reden musste. Ja, dann trinken noch ein Eierlikör heute zum Runterkommen. Ja. Ich trinke auch noch einen auf dich und wir sehen uns spätestens nächste Woche in Baunatal vielleicht nochmal ganz kurz auf der Trainingsfläche. Und dann in dem Sinne. Alles gut. Vielen Dank. Peter Lustig hat immer gesagt, abschalten. Abschalten. Löwenzahn. Ja, du bist doch so ein Kind der 90er. So, bis dahin. Tschüss. Ciao.